So, willkommen zu einem neuen Video und zwar Sonic, also Sonic the Hedgehog Blasting Adventure. Das ist ein Remake von Sonic 3D Blast 5 und Sonic Adventure 7 sowie Sonic Adventure 8. Ich werde dieses Spiel jetzt spielen und versuchen, es jetzt durchzuspielen innerhalb kürzester Zeit. Ich habe das Ganze schon mal aufgenommen, bin aber Game Over gegangen und muss sowieso alles nochmal von vorne machen. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt einfach direkt nochmal auf. Ich weiß nicht, wer das Original kennt. Ich habe das Gefühl, dass es ein ziemlich bekannter Bootleg ist. Oder bekannte Bootlegs, weil es mehrere sind. Der Witz ist, der Grund, warum es so bekannt ist, ist wahrscheinlich die unfassbare Schlechtheit. Das ist jetzt ein Remake, deswegen ist das viel besser und viel erträglicher vor allem. Denn im Original ist die Musik äußerst, wie soll ich das ausdrücken? Ohrenkrebs hervorrufend. Es wurde mittlerweile schon von der WHO als sehr gefährlich eingestuft. Weswegen ich nur davon abraten kann, das Original auch nur im Ansatz zu spielen oder auch nur sich ein Video davon anzuschauen oder was auch immer. Die Musik zeichnet sich im Original durch ein monotones Piepen aus. Wobei man sogar leicht die Originalmusik heraushören kann, weil das einfach nur Musik aus den Originalspielen war. Bloß halt auf Gameboy-Niveau angepasst. Auf schlechtes Gameboy-Niveau. Das darf man nie vergessen. Und dieses und der Entwickler dieses Spiels hat das Ganze, ich würde sagen, gefixt. Weshalb es ab jetzt spielbar geworden ist. Das Ganze ist für Windows gemacht oder vielleicht auch für Linux oder was auch immer. Ich habe auf jeden Fall die Windows-Version. Ich packe auch den Download-Link in die Beschreibung. So. Okay, jetzt läuft es schon deutlich besser als beim ersten Mal, habe ich so das Gefühl. Beim ersten Mal bin ich ziemlich oft gestorben, bisher nicht ein einziges Mal. Weil ich halt ständig in die Abgründe gerannt bin. Beim Original ist es auch so gewesen, dass wenn man versucht hat, auf den Gegner zu springen, dann hat es halt manchmal gezählt, manchmal nicht. Weil da die Hitboxen ziemlich kaputt waren. Okay, das funktioniert nicht. Ich wollte mal testen. Es gibt noch so ein Schild, wenn man X drückt. Das Ganze ist eigentlich mit der Tastatur spielbar. Ich habe es jetzt mir aber auf einen Controller gelegt. Die Tasten. Durch externe Programme. So, ungefähr die Hälfte des Spiels ist schon geschafft. Ich dachte mir, schau das mal schnell durch. Das Problem ist, ich würde gerne öfter Videos machen, ich habe bloß keine Ideen. Und wenn ich habe auch keine Lust, das 10. Let's Play von irgendwas zu machen. Weil das Problem ist, dass die Spiele größtenteils uninteressant sind. Aber ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Deswegen kommt jetzt Sonic Adventure, Sonic Blasting Adventure. Ich hätte fast Sonic Adventure 7 gesagt, aber es ist ja eine Verbesserung des Spiels. Nicht mal in Stage 4 bisher gestorben. Das ist doch Respekt an mich. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich hier so durchrenne. Aber es kann auch alles passieren.
ne? Zack. Los. Ich habe wirklich Angst, in den Abgrund zu fallen. Lol. Gut, den hätte ich erstmal besiegt, damit der mich nicht mehr nerven kann. Zack, zack. Und das war's, nice. So, nächste Stage. So, und zwar die Mondstage. Keine Ahnung, ob die so heißt. Wahrscheinlich nicht, weil man hier überhaupt keinen Mond sieht, sondern irgendwelche Meteoriten oder wie auch immer die Teile heißen. Bin ich beim ersten Mal auch beim First Try durchgekommen. Ich hoffe mal, das ist mir jetzt wieder möglich. Jetzt habe ich meine Ringe verloren, das ist nicht schön. Weil ich mir gerne ein Leben erfarmt hätte. Hä? Achso, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein. Nein, ich glaube, diesmal kriege ich kein Leben. Aber diesmal werde ich auch nicht sterben. Also diesmal bin ich nicht gestorben, das wollte ich sagen. Sega. Standort gerade. Das ist echt nicht schön, so auf diese schnell bewegenden Punkte zu schauen. Das ist echt anstrengend. Ich hab das gerade komplett komisch. Ah, mir wird schlecht. Ich guck da komplett komisch drauf, mir wird komplett schlecht. Ah, okay, wären es noch 100? Nee, bezweifle ich. Bei 100 Ringen bekommt man ein Leben. Nope. Das müsste schon gewesen sein. Danke, dass es vorbei ist. The Final Stage, Robotniks Hideout. Ich habe mir, weil ich vorhin bei dem Boss verkackt habe, habe ich mir ein Video angeguckt vom Hersteller, wo er diesen Boss besiegt. Weil ich es einfach nicht geschafft habe und er ist irgendwie 22 Mal draufgesprungen, wenn ich die Zahl noch richtig in Erinnerung habe. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es müsste jetzt ungefähr das 13. Mal oder so gewesen sein. Scheiße. Ich gehe jetzt mal oben lang. Ich bin anfangs mal unten lang, aber da habe ich viel zu viel Zeit verschwendet. Fuck. Okay, diesmal will ich es schaffen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, komm her, 19, 20, 21 und 22 laut Original Video 25. Okay, 23. Haben wir uns ja 23. Geht auch. Muss ich selber jetzt noch schaffen? That's bad. Wobei es so schwierig war, das aber nicht. Außer diese Plattform. Die Plattform waren so das Hardcore-haftige an dem Level. Okay, wenn man Robotnik nicht die ganze Zeit dazwischen rumfliegen hat, dann geht das auch klar eigentlich. Naja. Ja, das hier ist das Ende. Zack. Nice. So, was passiert jetzt? Kommen jetzt die Credits? Nope. Oder doch, 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 doch. Yay. Sonic the Hedgehog Blasting Adventure Staff. So, das war ein kurzes Spiel, aber. Oder City. Achso, damit er. Microsoft Paint Devil Mask Mod 2 PSG2.
Sprites sind von den. Ja, die Sprites sind von den 2D, genau. Von den 8-Bit Sonics. So die fürs Game Gear und Master System rauskamen. Es ist jetzt so ein. Ja, es ist so wie bei Mario World oder Super Mario Land, wo man nicht aus dem Endbildschirm rauskommt. Top. Ich habe einen Score von 4200. Das war's, oder? Ja, das scheint es gewesen zu sein. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bei wem ist die Frage? Nee. Oh mein. Dann tschüss.